Hoffnung um 12, auch heute wieder herzlich willkommen. Jesus betet für seine Jünger in Johannes 17, Vers 9. Und da steht, für sie bitte ich dich jetzt, für die Menschen, die du mir anvertraut hast und die zu dir gehören, nicht für die ganze Welt. Also Jesus betet explizit für dich, der du zu Jesus Christus gehörst. Und das ist wunderbar. Jesus bittet für dich beim Vater, weil du zu ihm gehörst. Und da kannst du wirklich deine Kraft daraus schöpfen und daran denken, dass Jesus für dich betet beim Vater. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Heute zu dem Thema, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Die Bibelkundigen wissen, dass das ein Stück ist eines Bibelverses. Und da steht in Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Vertrauen. Vertrauen, das ist ein Wort, das wir gewohnt sind, aber was ist Vertrauen? Ich habe heute so ein Gehänge mitgebracht, das ich normalerweise nach einem Sturm, wo die Dachziegel dann fehlen hier im Haus, oder ich eine Glühbirne auswechseln muss auf dem Dach, dann nehme ich das und das eine Ende wird an Balken angebunden, das andere Ende kommt in dieses Gehänge rein und da ist Vertrauen. Ich schwebe dann so im Dachkanal oben, schraube die Teile ab oder tue neue Ziegel drauf auf das Dach und eigentlich das Vertrauen in so ein Stück Seil. Ja, da haben wir Vertrauen. Haben wir aber auch Vertrauen in unseren Gott. Hier heißt es, verlass dich nicht auf deinen Verstand, also Vernunft oder sowas, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Vertraue, wenn unser ganzes Leben dran hängt. Vertrauen bedeutet Glaube in die Wahrheit, der Glauben in die Wahrheit. Hast du wirklich den Glauben in die Wahrheit oder hast du irgendwelche Vorstellungen? Und das ist es auch, wenn wir ein Vertrauen haben, dann können wir loslassen, wie mit diesem Seil. Irgendwann hängt man nur noch an dem Seil und hat das Vertrauen und muss allem loslassen, wo man sich irgendwo halten kann. Machst du das auch in deinem Leben? Hast du das Vertrauen? Denn bei ihm, bei Gott ist die Sicherheit. Und es heißt hier, vertrau voll und ganz dem Herrn. Nicht nur ein Teil oder manche Teile, sondern voll und ganz vertrau dem Herrn. Herr, ich danke dir dafür, dass jeder, der heute zuschaut, dem Vertrauen mangelt. Und Herr, uns mangelt immer wieder Vertrauen, weil wir meinen, wir müssen uns selber irgendwo Halt verschaffen. Es gibt nur den richtigen Halt bei dir. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und dass bei dir Halt ist, bei dir Sicherheit ist. Und Herr, dass wir vertrauen dürfen, Herr, glauben an die Wahrheit, die du bist. Amen. Amen. Wir möchten für Menschen beten und eine Frau aus dem nördlichen Deutschland bittet um Gebetsunterstützung und sie schreibt, wir sind sehr dankbar, dass wir Jesus an unserer Seite haben. Gesundheitlich geht es bei mir rauf und runter. Leider habe ich ganz neu einen dicken Lymphknoten am Bein. Ich möchte ihn erst einmal nicht biopsieren lassen und wir beten jeden Tag, dass er wieder zur normalen Größe wird. Um Gebetsunterstützung würden wir uns freuen. Und Jesus, wir danken dir, dass du bei dieser Frau bist und dass du sie kennst und dass sie wirklich in deiner Hand ist. Und ich danke dir, dass dieser Lymphknoten wieder verschwindet, so wie er hergekommen ist, so wie er entstanden ist. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom fließt und dass jede Zelle in ihrem Leib austrocknet, die nicht hingehört. Und ich danke dir, dass du
alles in deine göttliche Schöpfungsordnung wiederherstellst, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du sie berührst und dass all diese Zellen, die krank sind oder nicht hingehören, austrocknen und verschwinden. Danke, Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns, dass er Weisheit braucht. In Gottes Wort steht: Wer Weisheit braucht, der bitte darum. Und er schreibt: Ich muss ein paar Entscheidungen treffen. Bitte betet dafür, dass ich Weisheit von oben bekomme, was falsch oder richtig ist. Brauche Gottes Kraft. Auch dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der zu dir kommt und um Weisheit bittet. Und ich danke dir, dass du ihm Weisheit gibst, weil es so in deinem Wort steht. Und ich danke dir, dass du ihn auch mächtig ausrüstest mit deiner Kraft und dass du ihm diese Weisheit für seine Entscheidungen schenkst, dass du Türen auftust und dass er wirklich sieht und spürt und merkt, was dein Wille ist. Danke, Jesus. Und auch für all die anderen Menschen, die Weisheit brauchen für irgendwelche Entscheidungen oder was auch immer. Ich danke dir, dass du sie erfüllst mit deiner Weisheit, dass du mitten in ihrem Leben bist und in ihr Leben kommst und dass sie wirklich dich erfahren und dich, ja, und deine Kraft verspüren dürfen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns ihr Gebetsanliegen. Bitte um Gebet für meine Rückenschmerzen und besonders für den Juckreiz an meinem Körper. Bitte beten Sie dafür, dass alles wieder gut wird. Beten Sie auch für meine Tochter, dass es wieder friedlich ist in unserem Haus. Ich danke euch von Herzen. Gott schütze euch alle. Danke, Herr. Du kennst jetzt diesen Rücken, du kennst den Juckreiz und ich danke dir, Herr, dass wir in deinem Namen diesem Rücken befehlen, wieder alles, jede Bandscheibe, jeder Knochen, alles seinen normalen Zustand einnehmen darf und wird. Und ich danke dir, dass die Schmerzen weichen müssen, dass die Nerven wieder vollen, freien Durchgang haben. Ich danke dir dafür, für Berührung. Ich danke dir dafür, Herr, den Juckreiz, wie schon gebeten, dass der weggeht. Und Herr, danke, Frieden nicht nur im Körper, sondern Herr, auch bei der Tochter und mit der Tochter. Und danke, Herr, lass deinen Frieden dort genau wunderbar gegenwärtig sein. Amen. Amen. Und per E-Mail schreibt uns ein Ehepaar für ihre Tochter. Liebes Ehepaar Müller, unsere Tochter, gläubig, Familie mit 4 Kindern, hat einen Hirntumor auf dem Sehnerv und soll bald operiert werden. Die Voruntersuchung und OP-Besprechung ist am 16.04. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gebete. Ja, solche Tumore, das kommt immer mehr vor oder man hört immer mehr davon. Aber auch da ist Gottes Hilfe ganz, ganz nah. Wollen wir beten auch um die Weisheit für die Ärzte, für die Entscheidungen, für die Ratschläge und auch für die OP. Danke, Herr. Danke, Herr, du kennst jetzt, Herr, diese Frau, die Mutter der Kinder. Ich danke dir. Herr, emotional berührt uns das auch. Und Herr, aber auch ein Menschen, Herr, der jung uns ist und solche Krankheit hat. Ich danke dir, Herr, dass du solche Krankheiten besiegt hast. Ja, du hast sogar alle besiegt. Aber danke, Herr, dass wir in deinem Namen, Jesu, auch diesen Tumor gebieten, dass er weicht, dass er vertrocknet, dass er verschwindet. Und auch, Herr, wenn es zur OP kommt, lenke die Hände der Ärzte, dass kein Schaden entsteht. Und Herr, wir rufen vollkommene Gesundheit aus. Mit Ärzte oder ohne Ärzte, Herr, es liegt in deiner Hand. Aber vollkommene Gesundheit über dieser Frau in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe.
und große Freude bei einer Frau aus der Schweiz. Es geht um eine Wohnung und sie schreibt uns: Im September bat ich euch um Gebetsunterstützung für eine Wohnung. Die Stadt Zürich hat mir genau die Wohnung offeriert, im gleichen Quartier und im Haus, das ich mir wünschte, in Zukunft zu wohnen. Ich kann im Quartier wohnen bleiben und wurde nicht entwurzelt. Eine große, unbeschreibliche Gnade Gottes. Er hat meinen Herzenswunsch und ihr Gebet erhört. Danke für eure Gebetsunterstützung. Danke für ihre vielen Gebete für mich und andere. Das ist doch schön. Und eine weitere Gebetserhörung aus der Schweiz. Eine Frau schreibt: Auf meinem Kopf hatte ich eine Talgdrüse. Ich bat euch um Gebetsunterstützung. Die Drüse ist weg. Eine weitere Gebetserhörung erlebte ich in einer rechtlichen Angelegenheit wegen eines Mietvertrages. Ich brauchte keinen Anwalt. Jesus gebührt alle Ehre. So viele unterschiedliche Gebetserhörungen. Und da freuen wir uns mit. Und aus Ostdeutschland schreibt uns eine Frau Folgendes: Ich besuchte den Heilungsgottesdienst. Das war ein Erlebnis. Es wurde über eingewachsene Zehennägel und Kniescheiben gebetet. Genau zutreffend für mich. Schon während des Gottesdienstes spürte ich den Heilungsstrom. Vor 2 Jahren hatte ich plötzlich große Schmerzen am Kniegelenk. Am anderen Tag war wieder alles gut und jetzt kann ich laufen wie ein Wiesel. Danke für eure Gebetsunterstützung. Und aus Bayern kommt dieses Zeugnis von einer Frau, die wieder Treppen laufen kann. Gott hat in meinem Leben gewirkt. Mit meinem Knie ist es viel besser und ich kann auch wieder die Treppen rauf und runter gehen. Wie wunderbar. Ja, hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Schreib uns auf WhatsApp. Wir würden es gerne in der nächsten Sendung bekannt geben, dass andere wieder richtig im Glauben gestärkt werden. Ja, heute mein Tipp für diesen Tag: Wir haben es gehabt von Vertrauen. Überlege dir mal, in welcher Sache du Gott noch nicht vertrauen kannst. Du musst dich nicht schämen und sagen, ach, ich bin so ein schwacher Christ. Nein, überlege es dir, fasse Mut und sag ab jetzt: Mein Gott, ich vertraue dir. Schick uns weiter dein Anliegen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, wir hatten ja letzte Woche die Live-Sendung über Annexe Gebet für dich live. Wenn du die Sendung verpasst hast, das war wirklich eine wunderbare Sendung. Wenn du die verpasst hast, schau sie dir an. Sie steht nach wie vor auf YouTube zum nochmal anschauen. Und dann was ganz Besonderes: Am 1. und 2. Mai haben wir die Heilungstage. Samstag ist online, Sonntag sind wir auch im Livestream mit dabei, wenn du nicht hierher kommen kannst sonntags. Samstags können keine Leute kommen. Aber schau zu, wir haben wunderbare Themen, die dir weiterhelfen, auch in deinem Leben, auch wenn du nicht krank bist, weil Krankheit heißt ja nicht nur das fleischliche Krankheit oder physikalische Krankheit. Nein, Geist, Seele und Leib. Und das ist das Ganze. Und das muss gesund sein. Und ich glaube, irgendwo hat jeder mal Bedarf. 1. und 2. Mai, nähere Daten findest du bei uns im Internet. Und wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst und verabschieden uns von Herzen von dir. Alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.